Willkommen bei der Swiss Traders Money Show mit dem Ausblick auf die Indexmärkte, insbesondere DAX. Und Disclaimer, YouTube-Filme sind rein didaktische Natur. Wenn wir da mal drauf schauen, wir waren hier unter 16.000, etwa 15.985. Und schon steigt der Kurs wieder über die 16.000. Und heute ist wahrscheinlich, gestern haben wir auch wieder ein Allzeithoch. Und wir sehen, dass da also extrem gekauft wird, dass die 16.000er Marke verteidigt wird. Ich habe hier den EMA 1155, also den EMA 89 im M15, und der ist da die Grenze zwischen Long und Short, und ich muss da in meinem Roboter auch noch den Cross des Preises mit dieser Linie markieren. Wir sehen, dass er gecrossed hat, hier nochmals zurückgekommen und dann weiter steigt. Also der EMA 89 M15 könnte heute auch noch eine gewichtige Rolle spielen. Wenn wir das mal anschauen, da hier der M15, also wir sind hier wieder von tiefrot knapp unter das PDL getaucht, von 93 schon wieder hoch. Und wir sehen hier auch wieder einen exponentiellen Anstieg von US 500 und auch von Dow Jones, und wirklich ziemlich verrückt. Das ist einfach wahrscheinlich die, wenn es sie nicht ist, wahrscheinlich kann man sich so die Hyperinflation vorstellen. Wir sehen da so exponentielle Anstiege, total verrückt. DAX steigt jetzt momentan auch wie gepickt, und ja, das macht einem Sorgen. Ich kann jetzt da sogar den Stopp nachziehen, und wenn wir da sonst schauen, wir haben, glaube ich, diesen letzten Dip bald abgearbeitet, bald wieder diesen Trog gefüllt, und wir sind da schon wieder ganz weit außerhalb der sich entwickelnden Value Area. Da, die kommt jetzt mit. Wenn es genügend Volumen hat, dann kommt diese Grenze mit. Bei wenig Volumen eben nicht, bei Anstiegen, bei geringem Volumen. Und wir sehen da, wir haben hier schon eine Extension. Jetzt in den ersten paar Minuten, wir haben jetzt 8:07 Uhr. Und ja, ziemlich unglaublich sowas. Ich kann meinen Stopp los schon groß nachziehen. Ich bin da leider nur mit 0,1 long, weil für mich ist unglaublich, schon auf 2 Dollar sowas ziemlich extrem. Ja, gestern im Trading ging ich short schon relativ früh, und ich musste das aussitzen, konnte es aussitzen und habe etwa mit 3 Dollar Gewinn, da hat 3,59 trotzdem noch beenden können. Es ist eben schon ziemlich krass, wie das läuft. Ich habe das noch nie gesehen, also solche exponentiellen Anstieg und dann noch mehr, nochmals einen Drücker drauf. Schauen wir sonst mal nach, noch was wir bei den anderen Indizes sehen. Ja, wir haben jetzt schon ein Upgap von 15 im Vergleich zum Schluss von gestern beim DAX. Beim DXY haben wir mäßiges Ansteigen, und US 10 Years, ja, die steigen wieder leicht.
würde eigentlich heißen, eher sinkende Aktienkurse, heißt es aber nicht. Und Gold nach wie vor relativ hoch. Dann der US-30, der hat hier im Vergleich zum DIJ ein ziemliches Downgap. Also das ist jetzt natürlich die Teilerholung des Dow Jones, der da den DAX natürlich steigen lässt. Muss ich da mal aufpassen? Ja, ich habe hier, ja, erstaunlich, DAX ist jetzt schon so hoch, schon jetzt vorbörslich, außerhalb der Opening Range Projektion. Also das war die erste Stunde gestern von 8 bis 9, die erste Stundenkerze-Dimension. Und der DAX ist jetzt schon von so tief darüber gestiegen. Ziemlich unglaublich. Dann schauen wir sonst weiter. Was eben auch ist, da ein ziemlich massives Downgap. Wir sehen da im DIJ, also im Casa Dow, so eine Keilformation. Das könnte natürlich heißen, dass wir da irgendwann mal abstürzen. Bis jetzt aber immer noch unglaubliche Werte. Das ist, glaube ich, noch von, wann war das? Heute haben wir den 10, das war gestern. Ja, wir hatten da ganz gestern am Anfang da wahrscheinlich schon wieder ein Allzeithoch im Dow. Gestern dann nochmals ein ziemliches Hoch. Und gestern im DAX natürlich wieder mal ein Allzeithoch. Also wir haben Allzeithoch nach Allzeithochs. Schauen wir mal, wurde das schon ausgestoppt? Ja, jetzt bin ich da ausgestoppt worden. Es ist ziemlich krass. Dann Nasdaq, der ist aber ziemlich runtergekommen. Tech hat es nicht mehr so einfach. Wir haben aber da praktisch kein Gap im Vergleich zum gestrigen Schluss. Und US 500. Ja, da auch keine Allzeithochs mehr. Ja, wahrscheinlich sind wir da jetzt schon langsam auf dem absteigenden Ast. UK100 ist sehr wichtig, weil er auch ein europäischer Index ist. Da auch nicht mehr so begeistert. Also es könnte sein, dass jetzt diese Anfangsbegeisterung bald verfliegt im DAX. Der SMI auch nicht mehr so stark. Dann China. China ziemlich angezogen. Wir haben hier den 15 Minuten, ja, da irgendwo die Eröffnung und schwupps hinauf. Da müssen irgendwie aus China positive Zeichen da sein, die diese Kurse anheben. Der Euro-USD relativ tief und Bitcoin und so weiter immer noch sehr, sehr hoch. Ethereum immer parallel zu Bitcoin. Ja, dann noch den Yen tiefer. Das könnte ankündigen, dass die Kurse sinken. Keine Garantie. Vielleicht schon bald ein Risk-Off-Szenario. Aber eben, ich würde jetzt aufpassen, es ist so, was der DAX zeigt, das ist natürlich schon was ganz Extremes. Also da tief runter. Wir sehen da diese Schwankungen. Und da kommt es jetzt darauf an, dass man da diese Höhepunkte erwischt oder die absoluten Tiefpunkte. Gut, dann bis später beim Live.